Servus miteinander. Ja, der Oselpi, der ist heute blöd im Kopf. Der denkt, er macht jetzt unbedingt einen Überraschungsstream. Das war jetzt ganz spontan, so eine ganz spontane Sache. Und eigentlich will er ja morgen fit sein für Chesscheck Rabbit, ne? Aber ja, er kommt nicht umhin. Er muss heute Abend noch was spielen. Das Highlight vom Jollum, das war einfach zu krass hier bei Virtuous Last Reward. Warum spreche ich eigentlich mit Dialekt? Ja, das Lustige ist, ich habe ja jetzt noch nicht mal, da rumpelt's im Geschirr. Ja, mir ist gerade was runtergefallen. Ich habe noch nicht mal den Twitch-Chat an. Und ich glaube, ich muss auch gerade noch mal ganz, ganz schnell natürlich ändern, was da eingestellt ist als Spiel. Ja, gib mir ein bisschen Zeit, ey. Ist wirklich einfach nur aus dem Bauchgefühl raus entstanden, diese blödsinnige Idee. Nee, aber ich wollte jetzt unbedingt noch was zocken und ich wollte ja eh ein bisschen mehr auf Twitch machen. So, ihr hört vielleicht meine Tastatur klackern. Ja, ich muss noch ein bisschen was einstellen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Jetzt muss ich überhaupt erstmal gucken, wie komme ich denn überhaupt dahin, wo ich hin will, ne? Ja. Das klassische Problem, so bearbeiten. Ah. So, jetzt hört ihr meine Tastatur natürlich noch mehr klackern. Ach, wie schön, das Spiel, das erkennt Twitch sogar. Ja, sehr schön, sehr schön. Ob das eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Ich mach's einfach mal, ne? Ja, mal schauen, ob überhaupt jemand hier vorbeikommt. Es könnte nämlich sein, ey, es ist mitten in der Woche abends. Eigentlich schon nachts, ne? Also, was soll ich da groß erwarten? Aber vielleicht, so, jetzt habe ich gleich hier meine Streaming-Plattform so eingestellt, wie ich das gerne haben möchte. Und ich hoffe, ich stoße keinen vor den Kopf, indem, dass ich jetzt irgendwie so einen Zufallsstream mache. Aber wie gesagt, die Folgen gibt's nach wie vor immer wieder, natürlich sowohl als YouTube, als auch auf Twitch in Zukunft. So, mein Chat läuft jetzt. Ah, ja, ist schön, dass ihr mir sagt, dass ich Räume anlegen kann. Wie kriege ich diese nervige Benachrichtigung da weg? Ach, Twitch, das könnt ihr doch nicht machen. Das Gerät, da hast du ja DOS-Auflösung oder sowas. Ich will mir nicht die Räume ansehen, ich will den Chat sehen. Sehr gut, dass das klappt. Interessiert mich ein Scheiß, was für Räume da sind. So. Ja, gut. Jetzt ist gut. Also, wenn ihr im Chat sein solltet, jetzt dürft ihr chatten. Ich kann das lesen. So, okay. Allerdings, in meiner Vorschau wurde der Spieletitel noch nicht geändert. Jetzt wurde er geändert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, sorry für das lange Rumgelaber. Ja, ist auch wunderschön, dass ich hier Discord im Hintergrund habe. Da mache ich doch mal schnell den Explorer auf. So, aber gleich haben wir es. So, ach, wie schön. Okay, die DOS-Box, die wird euch schon angezeigt. Ich habe gemerkt, dass das Spiel auf so einer astronomisch hohen Zahl von Cycles besser läuft wie sonst irgendwie, ne? So, und ja, wenn ihr den Namen ja jetzt gesehen habt, ne, das ist Alien Trilogy. Ich spiele da jetzt eine englische Version, obwohl ich auch die deutsche Version hier rumliegen habe. Und warum die englische? Weil mich manche Leute in die Nüsse treten würden, wenn ich die deutsche spielen würde. Nein, da gibt's ein paar Änderungen, da werde ich bestimmt während dem Spielen schon drauf zu sprechen kommen. Nanu, nanu, nanu. Mein Discord macht Geräusche. Ja, okay, das lasse ich jetzt aber mal egal sein. So, also mit der Maus aus dem Bildschirm raus. Gut. Ich hoffe doch, ihr hört mich, wenn jemand da ist. Ich schaue auch gerade nochmal auf meine Aussteuerung. Ja, ja, sieht doch eigentlich gut aus. So, also wie gesagt, ich spiele die englische Version. Wie gesagt, ich habe beide hier, weil alter Suchtkrüppel. So, und jetzt, gut, erfasst das Bild richtig. Ich mache das Hintergrundbild weg. Problem, altes Spiel, ne? Weil, sehr kleine Auflösung. Also ich spiele das hier in einem ganz kleinen Fenster.
Was für mich aber ganz okay ist, ich schieb das nochmal zurecht so ein bisschen, damit ich es besser sehe hier. Und ja, da gibt's keinen 16:9. Ich habe dem OBS einfach mal gesagt, er soll es auf die Bildschirmgröße anpassen. Ja, Acclaim, die gibt's leider so auch nicht mehr richtig. Beziehungsweise die wurden aufgekauft. Ich brauche mir aber hier gerade mal ein Wohlfühlgetränk, ja. Burke, we've lost contact with the colony on LV-426. Take Gorman and his team to investigate. We don't want anyone to learn that the company has deliberately infected colonists in order to smuggle alien specimens past ICC quarantine. Yes, sir. It's imperative that you get Ripley to trust you. She's familiar with the Xenomorph, and we may need her help to bring one out alive. Understood. All right, understand this. The Bioweapons Division had orders to eliminate anyone who attempts to interfere. Obviously, they won't be aware of your team's mission. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mir dir so ein bisschen eine eigene Version zusammengeschustert und da ist der Soundtrack mit dabei und der ist bei dem Spiel oberste Klasse. Der ist eigentlich fast besser als das Spiel. Ich liebe diesen Soundtrack, also. Da ist so viel Feeling drin, so viel dunkle Stimmung. Tolle Sins, ich weiß auch nicht. Also ihr hört's ja schon, ne? Also ich finde das einfach genial. Und man hat gesehen, diese Rendering-Sequenz da am Anfang, ne? Das ist halt oldschool. Also, ja. Das war für damals gar nicht mal so schlecht, aber, ja. Naja, wie soll man sagen, es war halt auch nicht top-notch. Vielleicht wäre da, wenn man jetzt auch an Wing Commander denkt oder so, ne? Vielleicht wäre da mit ein bisschen richtiger Filmarbeit mehr gegangen. Und man hat es vielleicht auch gesehen, da war ja sogar die Vasquez, glaube ich, zu sehen. Und ja, ich glaube, ich muss das Spiel, die Musik und den Sound noch ein bisschen leiser machen. Ja, wie ging denn das nochmal? Ah, hier. Nein, 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 ich will es leiser machen, nicht lauter. Ah, ich glaube noch ein klein bisschen. Ich glaube, ab hier ist es gut, ja. Also, die wollten sich schon ein bisschen lose an den Filmen orientieren, aber im Endeffekt ist es eigentlich ein totales Mambo-Jumbo aus den ersten drei Alien-Filmen. Ja, und man spielt Ripley, nachdem sie sich schon die Haare geschoren hat, die da sich durch die Kolonie kämpfen muss und später auch durch das Gefängnis und so weiter, ne? Mit ganz abstrusen Missionen, die eigentlich gar nichts mit den Filmen direkt zu tun haben. Also, da ist nur eine leichte Konnotation zu den Filmen. Ja, und wir haben jetzt die Mission, das erste Level. Wir müssen den Bereich freiräumen, also müssen wir Kisten und Fässer beseitigen. Und wenn wir da Xenomorphe, also die Aliens, finden, sollen wir sie abballern. Also, dass wir sie loswerden. Ja, und wir kriegen natürlich, weil es sehr clever ist, nur eine 9mm Pistole mit. So, ich hoffe, das Bild ist für euch groß genug. Ja, in der Vorschau sieht es halbwegs okay aus. Im Zweifelsfall werde ich da auch im Sony Vegas... Jasmu, jetzt macht Ossel an. Im Zweifelsfall werde ich in Sony Vegas da versuchen, ein bisschen nachzuarbeiten. Und guck, da kommt schon der erste Facehugger, ja. Ja, also bei dem Tempo, da läuft das Spiel halbwegs gut, also bei den 126.000 Cycles. Bei meiner Vorschauaufnahme, da war das ja leider nicht so ruckelfrei. Ich weiß nicht, da hatte ich es auf 45.000 gestellt oder so. Das Spiel, das ist auch so ein bisschen eine kleine Diva. Aber wie gesagt, hört euch den Soundtrack an. Ist doch genial, ne?
Und so ein Facehugger ist in diesem Spiel ist kein Insta-Kill wie bei Alien vs. Predator oder sowas, ne? Also, ja, auch nur beim ersten, glaube ich, ne? Oder war es beim zweiten auch noch ein Insta-Kill? Ich glaube, ja. Und, ja. Also, hier kann man da ein paar abkriegen, aber, ich weiß gar nicht, auf welche Schwierigkeit habe ich jetzt gestellt? Wo musste man das umstellen? Ich weiß nicht. Ist mir jetzt auch mal egal. Das ist halt so ein Spiel, das wollte ich auch mal irgendwie ein bisschen let's playen. Und da habe ich mir gedacht, für den spontanen Stream kannst du ja mal machen. Gute Nacht, Smoo, bis bald. Wenn du Böcke hast, kannst du ja das Video dann auf YouTube und Twitch angucken. Ja, rechts unten seht ihr, wir haben unseren Bewegungsmelder. Aber der meldet auch wirklich nur, wenn da eine Bewegung ist. Und diese scheiß Viecher, die können in den Kisten hocken. Da muss man aufpassen. Ja, und die halten auch einen Pistolenschuss aus, ne? Also, schwereres Geschütz wäre auf jeden Fall schon toll. Ach, guck mal, da haben wir schon schweres Geschütz. Die Schrotflinte, Waffe Nummer 2. 40 Schuss gleich. Ich glaube, ich spiele auf leicht. Moment, das sehe ich gleich. Ah nein, ich spiele auf Mittel, weil wenn man auf leicht in die Säure tritt, kriegt man keinen Schaden. Aber auf Mittel schon. Und die Schrotflinte, die braucht man zum Beispiel, um diese Explosivfässer hier loszuwerden. Und ja, da kommt schon wieder was aus der Kiste raus, ne? Aber diese Viecher, die können sich ja auch überall reinzwängen, ne? Die sind wie so manche Katze oder Maus, ne? Und also wo die manchmal durchkommen, ne? Das glaubst du nicht. So, ich fange hier schon an, Munition zu sparen. Ich weiß, ich habe das früher mal auf hart gespielt. Ja. Wenn ich so weitermache, dann ist das auf hart nicht so toll, ne? Ach, guck mal, hier sind noch ein paar Fässer. Das ist ja unsere Mission, die müssen wir zerstören. Ich weiß nämlich, manchmal ist das Spiel sehr, sehr arschig, wenn es um die Missionsparameter geht. Ach, guck mal, da haben wir unser erstes Warrior-Alien, beziehungsweise unsere erste Drohne. Ja, also, wenn man da die Missionsbeschreibung nicht genau liest, dann ist es später sehr leicht möglich, dass man das Levelziel total verpasst und das Level nochmal machen muss. Was ja natürlich was ist, was man nicht unbedingt machen will, ne? Ach, guck mal. Ja, es gibt hier immer wieder so Überraschungsspawns und so weiter, wie sie es eigentlich für ein Alien-Spiel gehört, ne? Die kommen dann halt einfach an, wann es ihnen passt. Ah. Natürlich spiele ich das Ganze in der DOS-Box mit emuliertem CD-Laufwerk, ne? Muss man ja machen. Wenn man die Musik haben will, muss man da ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Naja, das erinnert mich daran, dass ich von Alien vs. Predator, was vom ersten oder vom zweiten, da habe ich sogar eine Fehlpressung hier rumfliegen. Ach, die Tür ist noch geschlossen. Ach, die Geräusche, das ist alles hinter der Wand, ne? Also der Bewegungsmelder ist schon hilfreich. Ja. Bei Aliens vs. Predator hatte ich wohl eine Fehlpressung. Die kam ohne die Audio-Tracks, die eigentlich auf der CD sein sollten. Aber das Spiel habe ich dreimal hier sogar rumfliegen, ne? Soll man nicht glauben. Mal gucken, mal da hinten, der Pixelhaufen, ne? Ja, und jetzt geht die Tür automatisch auf, wie toll. Der Pixelhaufen, ne, der hat sich da versteckt. Hier ist ja ein bisschen... Und hinter uns ist die Tür zugegangen. Ja, danke, das ist sehr freundlich. Okay, wie viele Facehugger waren das jetzt? Vier? Vier Stück? Okay, das geht ja noch. Später wird das übel. Ja, wie gesagt, bei meiner AVP-Version, bei der ersten, die ich gekauft habe, haben die Audio-Tracks gefehlt. Die waren im Handbuch zwar super schön beschrieben, waren aber nicht dabei. Und dann habe ich das nochmal irgendwie... Ja, in der Gold Edition war das, habe ich das gekauft. Hey, solche. Du bist noch wach. Ich hoffe, du musst morgen nicht früh raus. Ja. Ich habe einfach mal gedacht, ich lege spontan mal noch ein bisschen los, weil... Jollum, sein Stream, der hat mich so zurückgelassen, dass ich irgendwie noch Bock hatte, irgendwas zu machen. Ich werde es nicht zu lang machen, also nicht länger als 2 Stunden. Aber ich wollte halt einfach mal mit dem Spiel loslegen. First-Person-Shooter und so weiter ist halt mein Ding. Bla. Okay, du musst um 6 Uhr raus, oje. Na, vielleicht hast du trotzdem noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, die Stimme kommt gut rüber. Also Stimme und Spielsound. Ich hoffe, nichts ist zu laut. Wenn doch, schreib's mir bitte in den Chat. Aber ansonsten für YouTube, ich habe jetzt die Mehrspuraufnahme, kann ich das per Hand nachbessern zur Not. Für YouTube und Twitch, ja, ich lade ja jetzt auch auf Twitch hoch.
Aber es dauert ein bisschen, weil ich ja noch ein paar alte Starbound-Folgen auf Twitch hochladen will. Ach, guck mal da, die ganzen Schweineviecher. Aber ich glaube, das erste Level haben wir gleich schon. Guck mal, das zweite Warrior-Alien, ne? Wer hat das gedacht? Ja, und wie gesagt, in die sollte man nicht reinlaufen, in die Leichen, weil Säure und so, ne? Bishop hat zwar im Film gesagt, die Säure oxidiert kurz nach dem Tod der Kreatur, aber ja, so kurz halt doch nicht. Was ich bei dem Spiel weiß, beziehungsweise was mich wundert, die PlayStation-Version, die wurde hochgelobt und die PC-Version... Ja, Belly, warum stream ich, wenn du ins Bett musst? Ich wünsche dir eine gute Nacht. Genau für diese Türen braucht man immer eine Batterie. PlayStation-Version wurde hochgelobt und die PC-Version wurde total getrasht. Vielleicht lag das daran, was die Spieler erwartet haben. Ich weiß es nicht genau. Weil ich habe bei Vargskeletor Livestream von der PlayStation-Variante gesehen und was ich bemerkt habe, da waren nur ein, zwei Geräusche anders. Mehr nicht. Der Spielesound ist etwas leiser, aber dann verstehst du mich besser. Meinst du, ich sollte ihn vielleicht noch ein Pünktchen raufschrauben? So, jetzt in diesem Level müssen wir Junction Room, wir müssen, ja, irgendwelche Kupplungen aktivieren. Pick up any seismic survey charges. Das sind irgendwie solche Bömmchen, die man werfen kann. Also, seismisch ist ja Erdbeben und so weiter. Sprengladungen einfach, um halt irgendwie Geröll zu entfernen und so. Ach, guck mal da. Und wie gesagt, der Soundtrack. Ach, den höre ich so auch gern mal nebenher. So richtig schöner Dark Ambient. Ich meine, manche Lieder, die sind auch nicht so dark, aber... Ach, wolltest du mich anspringen, ne? Nicht laut, ich will hören, was du sagst. Okay, gut, dann nehme ich mal an, dass das gut eingestellt ist. Ja. Also manche Lieder, die sind nicht unbedingt Dark Ambient. Manche, die klingen fast ein bisschen lustig oder so ein bisschen nach was der Pennywise, ne, hören würde. Also der Clown aus It. So, hier ist noch abgeschlossen, da kommen wir jetzt noch nicht rein. Aber wir sehen schon, da sind zwei Signale hinten dran. Ja, hahaha. Dieser Soundtrack, ich finde ihn einfach phänomenal. Und das Spiel selbst, einer der Kritikpunkte war ja, du kannst nicht höher oder tiefer gucken als hier, ne? Auch wenn das Spiel auf diversen Ebenen spielt. Und auch wenn man manchmal wirklich dieses Gucken für sich nutzen kann, um ein Viech zu treffen, das jetzt viel tiefer ist und so. Also auf einer viel tieferen Ebene. Und ich spoilere jetzt hier auch mal ein bisschen was, die Seismic Survey Charges, okay, das ist hinter der Wand. Die braucht man im Bonus-Level, wenn man jetzt so den richtigen Bonus einsammeln will. Oder auch in manchen normalen Levels, damit das halt, damit man durch Geheimwände kommt, sage ich jetzt mal. Ach, guck mal, hier geht die Leistung ein bisschen runter. Aber ich werde jetzt die Cycles nicht hochstellen, ach, guck, das hört gar nicht, doch, es hört auf. Ja, 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 okay. Ja. Da seht ihr es. Bei AVP, bei... Ja doch, beim ersten AVP wäre ich jetzt schon tot gewesen, ne? Ja, also die Zeit, bis das da aufhört und dass man durchläuft, die ist wohl scheinbar nicht sehr groß. Ich glaube, dafür kann man auch einige dieser Kupplungen erschalten. Und das Viereckige da, das wie so eine Schnapsflasche bei Alone in the Dark aussieht, das ist so eine Seismic Charge. Da haben wir jetzt zwei Stück gekriegt. Hey Gamepire, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit, weil das hier ist ein Überraschungsstream. Hab mir einfach mal gedacht, ach komm, mach doch mal ein bisschen Alien Trilogy. War ja einer der Wunschtitel, den sich die Leute wünschen konnten, also für den Livestream. Ja, okay, das sieht jetzt halbwegs gut aus. Also ich meine, ja, halbwegs gut, ne? Wir haben da unten überall Signale auf unserem Motion-Träger. Träger, da kommt der Dialekt wieder durch. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass es hier ein paar bösartige Spawns gab. Guck, da hinter uns zum Beispiel, ne? Und weil das mit dem Gucken so ein bisschen blöd ist, wie gesagt, wurde bemängelt bei der PC-Version, aber es sah für mich bei der PlayStation-Version nicht anders aus. Da, das ist schon das Nächste, ne? Die kommen da einfach aus den kleinen Schächten raus. Ist halt so eine richtig überrannte Kolonie, ne? Also die Aliens sind überall. Ich
weiß nicht, ich hoffe, ihr seht das. Wenn nicht, seht ihr es spätestens auf YouTube oder auf Twitch. Ich sehe es jetzt gerade selber nicht. Aber da sind so ein paar kleine Schächte irgendwo versteckt, wo diese Facehugger rauskommen. Ja. Ach, guck. Oh, guck mal, wie viele Warrior Aliens und da noch die kleine Scheiße. Da schießt du doch einfach mit der fucking Shotgun einfach drüber. Ihr blöden Wichser, ihr habt es gar nicht verdient, Menschen zu entführen. Nein, keine Ahnung. Ja, wenn ich an manche Menschen denke, gut, schnappt ihr euch ruhig, aber lasst uns Rest in Ruhe. Yeah, baby. Okay, aber ich glaube, wir haben nicht alle, oder? Da war doch noch eins. Oder nicht? Ach, guck mal, da sind wieder ein paar Fässer. Ja, komm, die schieße ich mit der Pistolette weg. Kommt, jetzt laufen die Aliens vor einem weg. Ach, er hat die Belly ins Bett gebracht, solche. Also solche, so einen wie dich, möchte mal heiraten, ne? Bringst du mich später auch ins Bett? Ja, da müsste ich... Ich weiß, da müsste ich nach Bayern kommen, ne? Du hast ja schon gemeint, du würdest mich... kaufen, aufnehmen, adoptieren, ich weiß es nicht. okay. Also, das sind jetzt einige dieser Terminals, die wir aktivieren sollten. 3 Stück haben wir. Ich glaube aber, das sind in dem Level nicht alle. Und ich glaube, man muss eine Mission wiederholen, wenn man nicht mindestens 50% geschafft hat. Also, manchmal ist dann halt der Auftrag, auch eine bestimmte Menge Aliens zu killen. Manchmal muss man einfach nur durch das Level durchkommen. Ja. Und manchmal muss man halt Terminals drücken oder Gasventile schließen. Oder auch Wände aufsprengen. Ach, da gibt's ein Level. Das ist verbuggt, das weiß ich. Es kann sein, dass ich es trotzdem falsch mache. Ach, guck mal, und das kommt von hinten, ne? Diese Schweineviecher, die haben zwar eine begrenzte KI, aber irgendwie, es könnte funktionieren, ne? So, ach, guck mal. Ich bin an die Tür gegangen, aber da hinten dran, ne? Hat mich schon was rumstiefeln gehört. Na komm, Erdnusslockenmann. Oder nee, das sind ja eigentlich eher Frauen, ne? Weil die sind ja quasi wie ein Ameisenvolk, so habe ich mal gehört. Also die Königin, ne? Die eiert halt so ein bisschen ab. Und der Rest kümmert sich halt um die Belange des Nestes und der Königin. Da war ich noch nicht drin, ne? Ja, da war ich noch nicht drin. Ah, guck mal, der tolle alte Planungstisch aus Aliens. Da, ja, wollte gerade sagen, da lauert doch was. Deswegen bin ich mal langsam rumgelaufen. Falls euch die Steuerung interessiert, in dem Fall sind es die Cursor-Tasten, also Pfeil hoch, Pfeil runter, links, rechts. Strafing ist wie bei Doom, ne? Mit Alt einfach dann Alt drücken, links und rechts. Shift ist Rennen. Was man scheiße. Ja. Was man auch benutzen sollte, auf jeden Fall. Oder ich weiß nicht, gab's da ein Rennen? Ich drück's auf jeden Fall. Ja, doch. Man läuft ein klein bisschen schneller. Man hat hier keine Ausdauer. Man kann also rennen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ein Dermpatch. Sehr gut. Das sollen wir bestimmt aktivieren. Wir hatten schon die Batterie dafür. Ich glaube, mich zu erinnern, dass auch hinter diesen Terminals ab und zu... irgendwie ein geheimen, ja, nicht ein Geheimgang, ein geheimer Trupp sein könnte oder auch ein paar Facehugger. Das ist nicht immer ganz klar, was man da jetzt rauskriegt. Man kann später zum Beispiel auch Schränke in die Luft jagen und so. Und da kommt manchmal ein Facehugger raus und manchmal ein bisschen Material und manchmal auch gar nichts. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wir haben sogar eine Karte. Okay, das ist sehr hilfreich, da sieht man, wo noch verschlossene Türen sind. Und wie gesagt, manche gehen halt nur über diverse Schalter auf. Ah, und rot markiert ist auf der Karte hier die Wand sogar. Das ist ein Tipp. Seltsamerweise, diese seismischen Charges, die schmeißt man auf Nummer 5 auf ein Nummernpad. Warum weiß ich das noch? Und dann geht hier die Wand auf, also hat man die in den Luft gesprengt. Und manchmal, ja, befinden sich auch Aliens hinter Geheimwänden. Und guck mal, da kriegen wir schon den Flammenwerfer. Das war Waffe Nummer 5 sogar. Aber die Munition, das lohnt halt nicht groß. Und ein Hypo-Pack. Ich glaube, da kriegen wir weniger Schaden und ja. Der Flammenwerfer, die Munition ist sehr schnell leer. Und eignet sich eigentlich nur für den Nahkampf. Fand ich ein bisschen schade, aber manchen Leuten hat das durchaus Spaß gemacht mit dem Flammenwerfer.
Aber zum Beispiel bei AVP war der wirklich schon besser gemacht. Ja, so. Wo fehlt noch was? Ja, da. Also ich sehe da rot, das sind auch, glaube ich, die Terminals. Könnten wir nicht fertig sein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Und ja, das Lied loopt, also jedes Level hat sein eigenes Lied. Allerdings, da das damals alles auf einer CD war, gibt's, glaube ich, nur etwa 22 oder 23 Lieder. Also die werden sich ein bisschen wiederholen. Mensch, ich rede heute hier wie so ein Oldschool-Let's Player, der alles erklärt, ne? Ist aber auch gut, denke ich. Also, wer interessiert ist, ne? Ihr wisst Bescheid. Leider gibt es das Spiel nicht auf Good Old Games. Ich glaube, das gibt's nach wie vor nur gebraucht zu kaufen. Liegt vielleicht an den Rechten, die bei 20th Century Fox lagen. Aber die sind ja jetzt von Disney aufgekauft. Wer weiß, vielleicht kommt da ja noch mal was. Ich weiß es nicht genau. Es gibt ja auch diese tollen Terminator-Spiele, die leider nicht wieder aufgetaucht sind bisher. Hab ich auch hier, also zumindest Terminator Skynet. So, und ich glaube, das hier ist der Ausgang. Ich glaube, wir können rausgehen. Mit Speichern, ich weiß nicht, war da... Ich glaube, da war nur zwischen den Missionen was. So, Aliens 81%. Also irgendwo hat ein Respawn gefehlt oder sonst was. 100% Secrets, 100% Mission. Also wir haben alle Ventile geöffnet. Sehr schön. Ich glaube, ja genau, jetzt können wir speichern. Das ist halt wirklich nur zwischen den Leveln. Du musst das Level am Stück packen und später kommen da auch ein bisschen längere mit ein paar gemeinen Fallen und natürlich leider auch mit Bugs. So, das ist das erste Bonus-Level. Wir haben 60 Sekunden so viel mitzunehmen, wie wir können. Ich glaube, wenn wir nicht in den Ausgangsfahrstuhl kommen, ist auch nicht so schlimm. Denn ich glaube, wir nehmen alles mit, was wir da dann aufgesammelt haben. Weil angeblich überhitzt diese Gegend. Also ihr wisst ja, im Alien-Film war das so ein bisschen, dass ja der Reaktor am Überhitzen war und das wollten sie auch ein bisschen mit reinbringen. Aber sie haben es nicht clever mit reingebracht. Es ist halt ein totales Potpourri aus den Filmen und dann halt ein bisschen Fantasy und Spaß und so. Nein, das Hyperpack da hinten dran will ich nicht. Ist schön, dass wir hier ein bisschen durch die Wand gucken können. So, okay, was... Ah, ach, guck mal, da wäre schon der Ausgang. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Gesundheit sieht gut aus. Vielleicht hätten wir hier in dem Bonus-Level auch schon das Pulsreifel kriegen können. Aber, ja, scheiß drauf. Das kriegen wir noch früh genug. So,